Gut, fange ich an. Ja, Günther Mohr ist mein Name. Ich bin im DBVC Senior Coach. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie lang, schon ziemlich am Anfang eingetreten. Und da so meine Liste der Meriten, die ich mir so gesammelt habe im Laufe der Zeit, ist aber jetzt, glaube ich, für das, was ich vorstelle, nicht so wichtig. Wichtiger ist, glaube ich, dass ich Mosellaner bin. Das hört Leute, die sich ein bisschen auskennen, an meiner Sprache auch. Das ist so ein Gebiet, was zwischen Deutschland und Frankreich immer hin und her gegeben wurde, erobert oder sonst wie. Man weiß nicht so genau, ob die Leute das, ob die das gerne haben wollten oder gerne loswerden wollten. Man weiß es nicht. Ne? Also ich habe so die Erfahrung oder meine Vorfahren da auch sehr stark gemacht, also dass man mit Kulturen oder sowas, dass man da auch im Wechsel sein kann. Und dass sich das auch verändern kann, das glaube ich sehr wichtig. Dann bin ich ein R1B von der Haplogruppe, ist ein Mediziner hier, kein Mediziner. Also man kann bei Männern über das Y-Chromosom die Gengruppe feststellen und da kann man dann feststellen, wo die eigene Gengruppe in der Welt sehr vertreten ist. Ja, kostet 150 Euro, gibt es in Mainz ein Institut, was das macht und meine Gengruppe, das ist interessant, weil es hier auch um England geht. Also ein Großteil meiner Gengruppe lebt in Wales. Ne? Also sie kann man so statistische Verteilungen rauskriegen und gucken, wo die Gengruppen am meisten vertreten sind. Und hier das Ganze, was ich hier vorstellen werde, spielt in der Nähe von Wales, in Liverpool. Und ich werde ein Projekt darstellen. Leider ist das Bildchen jetzt nicht so schön sichtbar, wer so ein Gerät hat, kann auf meiner Website das Ganze auch verfolgen. Da ist die Präsentation rechts oben drauf. Also wer da gern schon währenddessen rein gucken will, da kann man das auch besser sehen oder sich dann runterladen, wie auch immer. Ja, also das, was ich betrachten werde, dieses praktische Projekt wird in England stattfinden oder hat da stattgefunden. Und ich habe dabei so 6 Ebenen Perspektiven, Level heißt ja so einerseits Ebene, andererseits aber Stufe auch betrachtet. Erstmal die Management- und Führungsebene spielt eine Rolle, letztlich Hierarchie oder wie hängen Dinge über verschiedene vertikale Zusammenhänge miteinander zusammen. Dann die Kulturebene, Deutschland-England spielt eine große Rolle. Die deutsch-britische Geschichte hat ja die einen oder anderen Kratzer auch gekriegt. Das wird man in dem Projekt merken. Dann die Organisationsebene, da geht es darum, da arbeite ich mit einem Konzept der Systemdynamiken, um mir eine Organisation vertraut zu machen. Das werde ich auch noch zeigen, da was das bedeutet. Dann mal auf die andere Seite gesprungen, wo es mir so um das Coaching geht. Ich werde über Coaching-Vertragsebenen sprechen. Vielleicht, ich habe es jetzt nicht gesagt, aber ich bin ja Transaktionsanalytiker, da ist dieses Vertragsthema ein sehr wichtiges. Dann über Interventionsebenen, also spezielle Interventionen, die man auch machen kann, die eine Rolle spielen. Da auszugsweise, was ich da gerne gemacht habe in diesem Projekt und dann auch nochmal was Interessantes, was auch sehr provozierend, glaube ich, ist, auf der Personenebene mit diesem Konzept der persönlichen Reifegrade zu arbeiten. Na, man geht ja sonst oft davon aus, dass ja Leute so bis 18 ausgewachsen sind und dann auch psychisch so eine Struktur haben und die bleibt dann auch, ne, wenn man so in die Forschung guckt, so das mittlere Erwachsenenalter wird überhaupt nicht erforscht, so ab 55, 60 gibt es dann wieder Forschung, dann guckt man, ob die Alten noch leistungsfähig sind und so und dann sagt man, ja eigentlich nicht mehr so sehr, aber die haben furchtbar viel Erfahrung und so. Ne. Aber das, der Zwischenraum, der wird nicht so gut untersucht, ne. Und dieses Konzept der persönlichen Reifegrade macht gerade das, da wird der Piaget Theorie folgend, also sagen wir diese Phasenentwicklung im Kindesalter auch durchs Erwachsenenalter weiter betrachtet. Ich zeige das dann. So von der Struktur her habe ich gedacht, so eine Stunde und ein bisschen erzähle ich was und dann so ähnlich Ritas Ansatz gestern, dann habe ich 3 Aufgaben, Möglichkeiten. Ich arbeite gern mit so Tools und sowas und dann könnte man das irgendwie aufteilen, so in der Gruppenarbeit oder kleinere Gruppen, war ja gestern auch ganz schön, dann können Sie sich dann so ein Thema aussuchen von den 3 und dann auch da nochmal ein bisschen drüber reflektieren und dann kommen wir nochmal zusammen und gucken mal, was bei rausgekommen ist. Also, was ich machen werde, ist ein Beispiel einer britischen Tochter
eines deutschen Konzerns vorstellen, die so in dieser Branche Papier-Pappe-Herstellung sind, also ein Massengut, was es von dieser Firma in 7 oder 8 europäischen Ländern gibt. Also die haben da überall Fabriken, das muss deshalb sein, weil die Transportkosten schnell relativ hoch werden. Das ist ein Massengut, das heißt also, es lohnt sich nur, das 500 Kilometer weit zu transportieren. Ja, also dann macht es Sinn, in England eine eigene Fabrik zu haben und nicht aus Deutschland die zu beliefern. Ja, wenn man weiterfährt mit dem LKW, wird es zu teuer. Der Überweisungskontext für dieses Coaching war, man hatte mit den englischen Managern oder Werkleitern Führungstrainings gemacht in Deutschland, war da aber nicht sehr zufrieden mit gewesen, was dabei rauskam. Die haben sich das dann auch angehört. Ich habe gestern schon mal so über Führungstrainings gesprochen, schön und gut, aber war nicht so zufrieden, was kommt. Und dann kam der Auftrag an mich, weil die wussten, ich beherrsche die englische Sprache so einigermaßen, obwohl das spielte in Liverpool gar nicht so eine große Rolle. Da spricht man nämlich Scouse, ein fürchterliches Dialekt, wo man dann oft sehr wissend gucken muss, wenn Leute was sagen, aber so richtig im Detail versteht man es nicht. Da kommt noch ein anderer Vorteil hinzu, in englischen Fabriken arbeiten ganz viele Migranten oder Leute aus Polen, Litauen und so, die versteht man gut. Also hat man dann immer so einen Zugang am Einheimischen vorbei. Also da habe ich einen Auftrag gekriegt für Shadow Coaching. Also ich als Schatten 2x3 Tage die englischen Manager begleiten vor Ort. Schöne Sache. Weil ich mag so Firmen oder so, wo es richtig zur Sache geht, wo es laut ist, wo es stinkt und so weiter und so fort. Jetzt hatte ich aber zuerst... Bitte? Das ist eine gute Frage. Also da war es schon ein Teil des Themas. Du hast ein gutes Gefühl, weil nämlich das Management da von diesen, also dieses Thema Führungs, was wir gestern hier auch hatten, da wie sind einzelne Hierarchien, für was zuständig oder sowas. Also direkt geantwortet natürlich die Produktion, aber das war in dem Falle hier auch ein bisschen durcheinander. Das Management machte da auch mit rum, so vor Ort. Was dann auf der Metaebene auch dann dazu geführt hat, dass es insgesamt ein bisschen mehr gerochen hat. Ja, also jetzt ging es um Hypothesenbildung. Da habe ich auch nochmal so ein Bild von der Firma. Also müsst ihr euch das vorstellen, das ist so eine Riesenhalle, irgendwie so 15 Meter hoch. Und da steht in der Mitte eine Maschine drin, die so 100 Meter lang ist, 7-8 Meter breit, in der da so riesen Papierrollen eingespannt werden. Und die laufen dann da durch und da wird Pappe oder sowas hergestellt. An der anderen Ecke geht das alles automatisch und da werden dann mit diese Pappen in irgendwelchen Containern oder sowas raus und die werden dann automatisch durch die Halle gefahren, dann fahren LKWs da rein und die werden dann mit Gabelstaplern direkt bestückt. In einem Tag kann man die bestellen und kriegst am nächsten Tag geliefert, also das ist das Versprechen der Firma, also da hat man schon eine ziemliche Zeitdynamik drin. Jetzt hatte ich einen ersten Kontakt mit dem Management, da ging es natürlich um Hypothesenbildung und dann bin ich da hingefahren zu der deutschen Zentrale und habe mit dem deutschen Produktionschef dann gesprochen, der für diese Werke alle zuständig war und der hatte natürlich eine super Hypothese, eine kulturelle Hypothese gehabt, Engländer sind anders, das er hat auch logische Begründungen dafür gehabt, aber er sagt, die sind weniger gut ausgebildet, haben wir nicht so ein duales Ausbildungssystem wie bei uns auf der Arbeiterebene beispielsweise oder Handwerker oder sowas. Und die haben auch eine schlechte Arbeitseinstellung da. Wollen da eine Teepause oder irgend so ein Kram haben da. Das kann man bei einer 24 Stunden rund um die Uhr Produktion in 3 Schichten eigentlich da wird nichts angehalten für eine Teepause. Das war also für dieses Produktionssystem sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann gefragt, was nützt euch diese Hypothese? Da kam man so langsam zu dem Ergebnis, dass die ja nichts nützt. Nützt überhaupt nichts, wenn ich so kulturelle Hypothesen habe, dass ein anderer anders ist als ich, aber ich muss mit denen, haben gesagt, wollt ihr die ganzen Leute da auswechseln, ja, sagen sie, da hat sowieso schon hohe Fluktuationen gegeben. Die sagen schon, da hat sich so Little Germany entwickelt vor Ort. Also, dass du mit der Zeit schon, sagen wir mal so,
deutsch denkende Arbeiter gekriegt haben. In England hat der Arbeiter noch viel stärker so eine Working-Class-Identity. So was wir gestern hatten, so ich Verantwortung als Arbeiter, Verantwortung ist Sache vom Boss. Hier bei uns sind ja viele Leute so schon so Selbstoptimierer, jeder bemüht sich laufend besser zu werden und so. Da sind englische Arbeiter, auch wie ich sie da erlebt habe, oft auch ein bisschen relaxter. Also die kulturelle Hypothese nützt für meine Begriffe nicht viel. Dann kam so eine personenbezogene Hypothese. Es liegt an den Werkleitern. Also die sind vielleicht doch nicht so richtig geeigneter als Manager, als Führungskräfte. Nun muss man da wissen, da das ist ja, der ist so, oder da hat man in der Sozialpsychologie diesen fundamentalen Attributionsfehler, dass der Mensch gerne auf belebte Objekte Ursachen attribuiert. Also uns fällt es leichter, in irgendeinem Menschen oder sowas eine Ursache für irgendwas zu sehen, als in einem System oder einem Ablauf oder so. Zum Beispiel wird auch ein Schmetterling für intelligenter gehalten als ein Käfer, weil der sich schneller bewegt. Also wenn man Leute fragt, also wir haben was mit belebten Objekten und diese Hypothese, der ist so und die habe ich gesagt, wollt ihr weiter mit denen arbeiten, die da sind? Also kann zumindest mal, wir wollen es versuchen oder sowas, deshalb schicken wir sie ja auch dahin, aber ihr werdet sehen, da war schon ein bisschen eine Tücke im Vertrag drin, da komme ich aber noch zu. Ich habe mich jetzt hier auf das mit dem Hypothesenthema so ein bisschen auf das Buch von Bernd und Thorsten Veit und der Ingeborg Weidner bezogen, kollegiale Beratung, wo drin steht, was sind denn eigentlich förderliche Hypothesen? Ich habe es da unten auch nochmal angemerkt, also dass wir dahin kommen mussten, woran liegt denn hier irgendwas oder was ist was zu machen, dass es darum geht, also erstmal zu gucken, wie ist denn der Kontext, was für Hintergründe gibt es denn da? Zusammenarbeit mit einer deutschen Zentrale ist ja für Engländer auch ein bisschen schwierig, wo die dann da Deutsch sprechen mehr oder ganz schlecht Englisch oder sonst was. Und dann TA-mäßig gesprochen riesige Hefte emotionaler Rabattmarken waren. Also es war schon vieles passiert und schief gelaufen. Und wenn ein bestimmter Name auftauchte oder ihr kennt das ja, wenn euch jemand anruft am Telefon und dann erscheint die Nummer, ihr wisst schon, wer das ist und ihr habt so emotionale Rabattmarken mit denen, da denkst du, hebe ich jetzt ab oder nicht. Also so Verhältnisse hatten die da schon untereinander. Also es hat viel mit dem Kontext zu tun, dass ich dann auch gesagt habe, können wir denn wirklich mal so einen Restart hier machen? Die englische Firma war unter den 7 Firmen, die ja vergleichbar waren, weil die gleiches Produktionssystem, gleiche Maschine, gleiches Business-System hatten, Abrechnung, Vertrieb und sowas war ähnlich geregelt, war die schlechteste. Also Tabellenplatz 18, rote Laterne und okay, also trotzdem konnte ich, und das war ganz wichtig, dieses erste Gespräch mit denen, dass ich denen diesen kulturellen Zahn da schon mal ein bisschen gezogen habe. Da kann man sich stundenlang drüber aufregen, wie andere Kulturen anders sind und so. Haben sie gesagt, die sind auch unordentlich und so weiter und so fort. Zu dem Thema komme ich auch noch und lasse alles da rumliegen und mache nichts vernünftig und sowas. Das hat dann aber Gott sei Dank ein Stück nachgelassen, dass wir uns die Sache im Einzelnen angeguckt haben. Was ist beeinflussbar? Wie sind Zusammenhänge da? Wie ist Vernetzung? Dann habe ich mir mal angeguckt, wie bin ich denn als Mensch, jetzt passe ich denn da überhaupt hin, kann ich sowas übernehmen da als Coach, also nochmal so ein Selbstcheck und für mich persönlich sind 3 Sachen wichtig, also wenn ich in irgendwas reingehe, dann habe ich Ambitionen, dass sich was tut, also ich bin da schon irgendwo so ein Mensch, der irgendwas bewegen und Fortschritte oder sowas erzielen will, dann arbeite ich gerne an was Wesentlichem. Ich bin nicht mehr gut heute, wenn es darum geht, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch oder sowas, jemand beizubringen im Coaching oder sowas. Ich habe in meinem Alter sind dann auch andere Themen, wie ist jemand positioniert oder sowas, macht jemand, denn wie kriegt er seine Person tatsächlich da auf den Platz und sowas sind mir wichtige Fragen des Wesentlichen. Und ich habe so eine integrative Seite, also bin eher auf Integration als auf was können wir hier abschneiden und wegtun und sowas. Das muss man natürlich wissen, was man selber für ein Typ ist, um zu gucken, passe ich dahin. Mir helfen so 5 Sachen dabei, was ich auch so von Rückmeldungen kriege. Ich bin interessiert an Leuten. Irgendwie mag ich Menschen. Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung. Dann kann ich manchmal Dinge auch mit Humor sehen. Dann kriege ich die Rückmeldung, ich wäre bodenständig. Das gefällt mir manchmal gar nicht so, weil ich denke, irgendwie, was heißt denn das? Irgendwie so
Acker arbeiten oder so, egal. Ressourcenschonung ist für mich wichtig, also ich mache nicht mehr, als es irgendwie sein muss normalerweise, eher zu kurze Kontrakte manchmal, ne, denke ich, und Impuls geben und so, was da jetzt einen Menschen adoptieren im Coaching als Coachee, das ist überhaupt nicht meine Sache dann. Und dann ist Freigebigkeit ein Thema bei mir, also ich schreibe ja auch wie Bernd da ordentlich viel Bücher und so, und das kostet viel Zeit, man verdient kaum Geld damit und ja, ne, also so ist es. So, also passe ich in den da rein, habe ich gesagt, ja, das ist ein interessantes Projekt und auch, habe ja eben schon mal angedeutet, bin auch so ein Stück technikaffin, dann kam der Dreiecksvertrag. Ne, also wie machen wir es denn überhaupt? Und im Dreiecksvertrag, das ist ja ein TA-Konzept von Vanita English, alte Dame der TA, im Moment ist, glaube ich, wann ist sie geboren? 1916, ne, könnte nächstes Jahr 100 Jahre werden da. Ja, die schreibt dann noch im Facebook und so, ne? Also Donnerwetter. Ja, also wie gesagt, also in einem Vertrag hat der Byrne schon gesagt, Transaktionsanalyse begründet, sind eigentlich drei Sachen wichtig. Die administrative Ebene, also dieses Formale drumherum, dann die professionelle Ebene, das heißt, wo wollen wir eigentlich hin? Was haben wir für ein Ziel oder wie arbeiten wir da hin? Was für Methodik oder sowas setzen wir ein? Und dann die psychologische Ebene, also die Chemie muss stimmen. Das heißt jetzt mal konkret hier, administrativ, also bei dem Shadow Coaching bin ich volle Tage da, also quasi Anwesenheit rund um die Uhr. Ich hatte da noch einen der deutschen Manager mit im Hotel, also dann, da geht man natürlich auch abends mit dem noch essen und sowas, und da redet man natürlich auch irgendwie weiter, also ist dann schon auch ein echt recht intensives Programm. Dann Transparenz für alle war wichtig, also dass auch die Arbeiter wissen, wenn ich da in der Firma da rumkasper, was mache ich denn da? Ne, bin ich jetzt für irgendwie für Überwachung, Begutachtung, Audit oder so, was haben die ja auch alle naslang. Ne? Ich habe gesagt, ich bin dafür da, um das Thema Führung bei euch weiterzuentwickeln. Und meine Hauptansprechpartner sind zwei Werkleiter, die ihr gut kennt. So. Professionell, also eine ganz allgemeine Geschichte hier mal, Führungskompetenzentwicklung insgesamt oder Führung verbessern. Auf der psychologischen Ebene war natürlich wichtig, dass ich hatte dann eine Videokonferenz mit den beiden Werkleitern da hier von Deutschland aus und wir saßen dann gegenüber und sahen uns in den Bildschirmen. Dann habe ich mir so ein bisschen vorgestellt und habe dann gesagt, hier, was ich machen wollte und auch was mir wichtig ist, dass Verschwiegenheit für mich was Wichtiges ist, wenn ich was Persönliches mit Ihnen bearbeite, dass das nicht an andere geht. Ne? Kannst du dann ja sagen, ne? Die haben dann auch brav Ja gesagt, machen wir, aber war eher so, ja, kannst mal kommen, ne? Also es war nicht, da kann ja keiner einen sauberen Vertrag an der Stelle machen. Also war so ein Ziel dann auch daraus einen Will zu machen. Am Ende hat dann einer zu mir gesagt, as we realize that you are on our side. Also, und dann habe ich gesagt, das stimmt ja auch nicht. Ich war nicht auf eurer Seite allein. Natürlich bin ich auf eurer Seite, aber ich bin auch auf Seiten der Firma. Also, dass ihr das nicht vergesst. Also, ich bin jetzt nicht hier euer Buddy, der für euch da ist, sondern mein, und das wird man auch sehen in den einzelnen Sachen, was ich da mit denen gemacht habe, hat immer damit zu tun, dass die Organisation weiterentwickelt wird, nicht, dass die sich irgendwie mit mir da wohlfühlen. Entsprechend gab es dann vier Ebenen der Systemankopplung sozusagen, also die Manager in Deutschland, ich habe mal geschrieben, Auftraggeber. Wir in der TA mögen das Wort Auftragsklärung, Auftrag und sowas nicht so sehr, weil in der deutschen Sprache ist Auftrag doch schon ein kleines Hierarchieverhältnis. Ne? Wir sagen eher Vertrag, also weil das mehr auf einer Augenhöhe ist. Aber es ist ja Geschmackssache. Dann hatte ich die zwei designierten Coaches, die beiden Werkleiter. Dann gab es Shiftleader, also Schichtleiter und ihre Deputies, so heißen die Vertreter. Dann gab es Engineers und Operators. Engineers sind letztlich Schlosser, Elektriker und sowas, die Maschinen gewartet haben. Das ist ein wesentliches Thema. Die Operators sind die an der Maschine direkt arbeiten, die also befüllen, sagen wir mit den Rollen und so weiter und da gucken, dass die Maschine weiterläuft. So, jetzt hatte ich an Begegnungen mit Interventionscharakter eine ganze Menge, also mit dem Management insgesamt drei, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Dann habe ich diese Videokonferenz gehabt mit den designierten Coaches, also die, als die Coaches ausgewiesen wurden. Dann gab es die erste Shadow-Woche. Da war ich natürlich die ganze Zeit mit den beiden Werkleitern zusammen. Dann hatte ich Gespräche mit den Schichtleitern und habe die Teams und die Arbeiter und sowas auch
genügend getroffen oder ich war mit in den ganzen Sitzungen drin und habe mir das Chaos angehört. Und dann gab es nach dem ersten Mal auch natürlich eine Rückmeldung an die beiden Coaches. Und dann gab es das zweite Shadow Coaching und dann noch ein bisschen Nacharbeit nach dem gesamten Programm. So war das Gesamtdesign von der Geschichte, was sich so entwickelt hat im Laufe der Sache. So, jetzt vom Einstieg her ist für einen Theater wichtig, mal zu gucken, wie komme ich überhaupt da rein, wie koppel ich an der Stelle. Für uns ist wichtig Anerkennung und Würdigung der Leute, ne? Dann Entwicklungsoptimismus, also wir gehen davon aus, dass Systeme, Menschen in sich eine Kraft haben, die sich wo auch gern was vorwärts geht. Manchen merkt man es nicht so leicht an, aber es ist dann doch schon wichtig. Wir sind realistisch, es gibt auch total verfahrene Situationen, ne, die auch sehr kaputt sind. Also wir sind da nicht träumerisch in dem positiven Denken. Und wir sind sehr systemisch orientiert. Das heißt also, dass wir gern auch in Zusammenhängen denken und auch diesen Aspekt des Konstruktivismus, also dass Wirklichkeiten nicht an sich bestehen, sondern konstruiert sind, wesentlich sind. Wer da was nachlesen muss, kann das in dem Coaching und Selbstcoaching mal gucken. So, jetzt haben die da immer mit den Engländern da schon ganz viel kritisiert, die Deutschen, was da so alles nicht funktioniert. Da ist ein Problem, was machen wir jetzt? Problem, 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 das läuft nicht. Das ist die normale Herangehensweise der Deutschen an die Engländer gewesen. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn mit denen mal? Ich kenne Engländer eigentlich ganz gut und so von meiner Verbandstätigkeit in der ITAA, also dem Berufsverband in der TA und so weiter. Und dachte ich, was machst du denn mit denen da? Working Class Identity und sowas, also muss ja alles einbeziehen. So habe ich gedacht, wie mein erster Satz wird sein, um da einen Unterschied zu machen, what are you proud of in your work? Das habe ich wirklich durchgehalten, bei jeder Begegnung mit den Leuten bis zum Schlosser oder sowas, wenn ich die gefragt habe, so gesagt, ich bin hier so ein Typ, der die Führung hier weiterentwickeln soll bei euch und sowas. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie es dir hier geht und wo bist du stolz drauf. Und wenn du mit deinem kleinen Jungen oder deiner kleinen Tochter hier durch die Fabrik gehst, was zeigst du denen? Ne? Was ist hier irgendwie zeigenswert und schön und wovon bist du begeistert und so. Da gab ein bisschen eine andere Gesprächsatmosphäre von Anfang an, als wenn ich gefragt habe, was habt ihr für ein Problem? Lass uns gemeinsam nach Lösungen gucken und so weiter und so fort. So ein Shadow-Tag dann mit den beiden Werkleitern sah so aus, dass wir morgens natürlich einen Tagesstart hatten mit einem Tagesvertrag. Was werden wir heute machen? Also wo werde ich mit dabei sein? Was wird so ein Ziel sein, was wir uns angucken? Und dann passiert eine ganze Menge. Ich habe die haben regelmäßig so Fabrikrundgänge gemacht. Durch diese große Halle dann, da konnte man quasi den Ablauf vom Material über die Produktion bis zum Vertrieb oder so, konnte man da wunderbar so nachvollziehen. Da so ein Beispiel hier. Das war schon mal sehr interessant. Da kam nämlich das Thema Delegation, Thema hier, wo stinkt es ja eigentlich in der Führung und so, kam da sehr rauf. Die beiden Werkleiter, der eine war ein bisschen, waren beide Ingenieure, der eine war ein bisschen mehr so introvertiert, technisch orientiert, der andere mehr so, ja, so ein sozialer Typ, also war Bundesliga, in der Bundesliga haben die in England nicht, aber sowas, ein Sportstyp und so, ne, also, aber auch sehr sozial, so teamorientiert eingestellt und, ne, und wenn wir mit denen aber durch die Fabrik gegangen sind, dann, das sah dann manchmal, lagen da irgendwelche Sachen rum und dann so, und dann ist er da hingegangen, hat das genommen und hat es dann auch irgendwo an den Platz gestellt, wo es hinkommt, ne, und so. Und da hat er eine ganze Zeit lang mit verbracht, so, ne? Also wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass das der Werkleiter ist, hätte man ja auf die Idee kommen, das ist so ein Hausmeister oder sowas, der da so rund geht, ne? Und die Operator, die standen dann da und haben dann auch geguckt, ne? Und haben sich das dann angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ja, also hier müssen wir mal was anderes machen, weil es ging auch um dieses Thema Delegation, also so von der Zielsetzung her, was macht es eigentlich die Verantwortung des Werkleiters, was des Schichtführers und was des Arbeiters. Dann habe ich gesagt, Richard, die hatten so Headphones, weil er so furchtbar laut war, mit Headphones kommuniziert und dann, rufst jetzt deinen Schichtführer, der im Moment hier ist, an, der sagt dem Operator, dass der kommt und das hier wegräumt. Wieso, ne? Ich kann das doch gerade machen und sowas.
Ja, sag ich, kannst du auch, aber vom Delegation, wenn ihr wirklich Verantwortung auf allen Ebenen dafür habt, dass das hier ordentlich ist, weil das hat ja Themen von, da komme ich gleich nochmal zu, von der Sprache her, das hat ja auch viel mit Sicherheit zu tun und auch mit der Maintenance of the Machine, also dass die Maschine nicht angehalten werden muss, weil irgendeine Schraube da reinfliegt oder sowas, und das mögen solche Maschinen da mit 1000 Sensoren eigentlich gar nicht gern, ne? Und gut, dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er es erstmal mal sein lassen. Und am nächsten Tag war das Spiel noch das Gleiche, war wieder da dran. Habe ich gesagt, Richard, ich konnte dann mittlerweile so mit dem Winner, habe ich gesagt, das möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Ne? Okay und so. Ne? Und hat er tatsächlich dann auch so gemacht und sowas. Ich habe dann meinen Ruf in der Firma dadurch nicht verbessert, weil ich galt dann als jemand, der dazu führt, dass die Arbeiter dann tatsächlich ihren Kram da, ihre Palette, die sie da gerade hingefahren hat, auch wirklich da einordnen und nicht irgendwie von schief nach schräg irgendwo stehen lassen dann, wo sie andere wieder gefährdet. Egal, aber das war wichtig dann dabei. Dann gab es jede Menge Gespräche mit schwierigen Mitarbeitern. Da ist mir meine psychotherapeutische Herkunft zugute gekommen. Da ist man natürlich keine Psychotherapie, aber so mal zu Rat zu geben, was braucht jemand überhaupt? Ne? Gott sei Dank kenne ich so über die Theaterszene da auch in England, selbst da in der Region, genügend Leute, wo die auch hinüberwiesen werden konnten. Da, das war eine ganz praktische, da waren wir eher so sozialtherapeutisch unterwegs, aber es waren schon harte Situationen, ne? Also die man da, das hat interessanterweise sich nachher mal verbessert. Also diese Gespräche über und mit den schwierigen Mitarbeitern. Ich habe dann gefragt, darf ich da mit dabei sein? Weil ich habe ja keinen Kontrakt gehabt mit jemandem, der da irgendwie, alkoholverdächtig war oder sowas. Dann mit denen zu reden. Dann, da waren viele kleine Kontrakte, die ich dann immer machen muss. Dann gab es jede Menge Zwischenfälle. Zwischenfälle der technischen Natur. Wir so in so Produktionsunternehmen arbeiten, da gibt es dann so eine Lampe, die hängt dann runter und gibt es verschiedene Farben. Und wenn die Farbe rot aufleuchtet, ist immer schlecht, dann hält die Maschine an. Grün ist sehr gut und gelb ist so ein bisschen, das läuft, aber nicht auf der Geschwindigkeit, die Maschine laufen kann. Und das ging immer rot und dann sitzt du eine halbe Stunde da in der Besprechung. Das ist in jedem Raum und dann ging es wieder rot, ne? Dann, also da ist für ordentlich Arousal, also Aufregung gesorgt. Dann sind die Zwischenfälle, das hatte ich schnell rausgekriegt, dann gern am Wochenende aufgetreten. Da haben sie eine 3x8 Stunden Schicht, sondern 2x12 Stunden Schicht gehabt und die waren dann auch so fertig zum Schluss und dann werden Reparaturen oder sowas nicht mehr so gut gemacht und dann führt das dazu, wenn eine Reparatur nicht gut gemacht ist, dass die natürlich nach 2-3 Tagen wieder auftritt, weil da eine ordentliche Belastung auf der Maschine ist. Dann hatten die in dem Schlosser- und Elektriker-Team dann ein großes Problem. Einer sagt, ich werde gehen, wenn der bleibt. Ne? Also da war auch sowas wie eine Mediation erforderlich, was ich dann mit den Werkleitern vorbereitet habe, die aber alleine habe machen lassen dann. Ne? Das hat dann ein bisschen, ja, die kamen dann, so wie in einer Fußballmannschaft, wo Leute auch nicht, sich nicht mögen, aber trotzdem noch ein paar Pässe spielen miteinander, ging dann ganz gut. Dann kündigt zwischendurch mein polnischer Mitarbeiter, das geht in England auch ganz schnell, sagst, ich komme morgen nicht mehr, ich muss nach Polen zurück, meine Familie und so weiter hat ein Problem oder sowas. Das ist irgendwie vom Kündigungsverhalten fand ich ein bisschen anders, als ich es hier in Deutschland sonst so gewöhnt bin. Das muss man dann auch managen. Ne? Und das fand ich interessant. Das war für die so vertraut, dass die dann gesagt haben, ein Gespräch wie jedes andere. Du gehst, okay, dann viel Glück und so. Da war nichts, kein Wort des Bedauerns oder irgendwie nochmal so. Das dachte ich, da kann man auch ein bisschen mehr an Kultur machen, dass es einem wichtig ist. Denn unter Umständen kommen die Leute nochmal zurück. Abend. Ne, abends haben wir uns dann zusammengesetzt. Und, das ist ja nicht nur eine Frage von Kultur und Höflichkeit, sondern von Planbarkeit. Kannst ja nicht die Schule dann mit einem noch weniger fahren. Und ja irgendwie die Vorlaufzeit haben, sagen, in 4 Wochen haben wir jemanden anders. Ist das da gar nicht jemand? Irgendwie dann sofort Ersatz, oder? Nee, die machen das mit einem weniger. Erstmal. Ja. Also, das Christen mit der Planbarkeit, die haben andere Kündigungsregeln. Du kannst dann gehen. Ne? Also, das ist nicht so. Der Planbarkeit, schön und gut. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, als du es gefragt hast, die Mannschaften waren wirklich auch knapp kalkuliert. Es war nicht so, dass da Reserve war, dass sie sagen, ne, ist da, oder kommt, wird jemand aus einer anderen Schicht gerufen. Das ging natürlich auch. Da fährt dann mal jemand 2 Schichten hintereinander. Ne, Arbeitsschutzgesetze hin und her. Also die sind in Deutschland ja auch was Wichtiges. Aber England ist ein bisschen liberaler. Da
in Anführungszeichen liberal. So, welche Impulse und welche Erkenntnisse gibt es? Da habe ich nochmal ein Bildchen da mit diesen technischen Zwischenfällen. Das war ein häufiges Thema. An einem Morgen ist mir einer der Werkleiter völlig abhanden gekommen, weil der natürlich als besser Ingenieur eigentlich seine Maschine dann reparieren musste. So, was habe ich sonst noch gemacht? Wenn ich schon mal da war, habe ich gedacht, dann gehst du auch mit den Arbeitern dann im Personalraum essen und sowas. Da kommst du auch mit denen ins Gespräch. Habe so eigene Fabrikrundgänge gemacht, da mal immer mal wieder geguckt, wie es so aussieht und was mir so auffällt. Hab mit den ganzen Shiftleadern gesprochen da und haben auch interessante Aussagen. Der erste sagte dann, einmal Plotter, not a Talker. Ein Plotter ist jemand, der andere antreibt. Ne? Weil ich hatte den erlebt in einer Schichtbesprechung, die dann hatten so um 14 Uhr, wenn du morgens um 4:30 aufgestanden bist, um 6 Uhr fängt die Schicht an, um 14 Uhr ist die zu Ende und dann ist eine Schichtbesprechung, dann hängen die natürlich alle so da. Und wenn du dann noch einen Schichtführer hast, der die leitet, der nicht viel redet, ne, dann ist das irgendwie doch wenig aktiv oder auch lernträchtig, so eine Situation. Nicht? Mit dem zweiten, das war sehr interessant, da habe ich auch mal so über Metaphern in der Firma gesprochen, hat er gesagt, also wenn man die Maschine jetzt mal anders sieht, da sagt er, unsere Maschine ist wie ein Formel-1-Auto. Und wenn man die so hochfährt, so vom Ton her, ne, ich hatte es vorher auch nicht registriert, aber als es dann so sagte, dachte ich, nee, hat er recht. Der dritte hat mir dann gleich gesagt, habe ich gesagt, was hast du für Wünsche oder was willst du gerne, dass sich hier entwickeln? Hat er gesagt, ich will den Job vom Werkleiter. War auch ziemlich klar und sowas habe ich mal so registriert. Ich hatte mit denen ja keine Coaching-Verträge so. Insofern waren die Gespräche da eher so Interviews. Dann Einzelgespräche mit den Schlossern und Elektrikern, weil da war schon ein Riesenthema, weil ewig diese rote Lampe da anging. Schichtbesprechung habe ich ja gerade schon mal gesagt. Morgenbesprechung der Schlosser war ich mit dabei, da wurden ja immer die Vorkommnisse der vergangenen Nacht oder sowas besprochen. Also ich habe da an allem teilgenommen. So, was wichtig war dann von der Intervention, war so mit so Sprachwelten dann umzugehen. Ich weiß nicht, wer da auf die Idee gekommen ist. Und zwar haben sie das Housekeeping genannt. Also dass da, sagen wir mal, die Firma ordentlich ist oder nicht da ohne Palette da ein Werkstück darüber hängt, wo wenn jemand drunter durchgeht, das ihm auf den Kopf fällt oder wenn ein Gabelstapler da rückwärts gegenfährt, eine ganze Wand wegreißt. Da haben sie irgendwie Housekeeping. Dann habe ich den Richard gefragt, Richard, what do you do in housekeeping at home? Da hat er zu mir gesagt, everything is done by my lady. Und da habe ich gedacht, Männer, housekeeping, irgendwas stimmt da nicht. Und außerdem wenig maskulin, ganz maskuline Firma. Es gab eine Frau, eine Sekretärin, die da auch arbeitet, sonst alles Männer. Dann haben wir mal geguckt, worum geht es denn eigentlich bei dem Housekeeping. Und da kann man tatsächlich, es gibt eigentlich drei klare Kriterien, worum es geht. Es geht nur um eine störungsfreie Maschine, es geht nicht um Housekeeping oder deutsche Ordnung oder so. Deutsche Ordnung. Es geht um störungsfreie Maschine, Health and Safety, also dass Gesundheit und Sicherheit da ist und dass es weniger Kundenreklamationen gibt. Wenn nämlich irgendwie so eine Palette beschädigt war, also das Papier da drauf, dann haben die da zwar innerhalb des Tages rausgefahren oder war am nächsten Tag wieder da, weil es nämlich der Kunde natürlich zurückgeschickt hat. So, und das war nicht schlecht, das mal rauszukriegen. Das haben wir auch bei den Leuten gemacht und dann eine schöne Übung gemacht. Die kamen vorher schon auf die Idee, dass man Bilder nutzt. Jeder hat ja heute ein Smartphone und wie der Deutsche so ist, hatten die da alle schlechten Ecken, Szenen, wo irgendwas kaputt war oder sowas fotografiert und denen das auch dann auf so Stellwände in der Fabrik, ne, stehen da an allen Ecken da so mal rum da draufgeklebt. War hervorragend. Ne? Und dann haben die und die eine deutsche Fabrik, die ist sehr gut in vielem und die wurde dann auch immer noch als Musterbeispiel dann vorgehalten. Und dann habe ich gesagt, naja, also irgendwie gefällt mir nicht. Und dann habe ich diese Stellwände im Betrieb, haben wir überlegt, kann man die positiv ausrichten, habe positive Bilder besorgt. Und zwar nicht aus Deutschland. Gibt auch eine Firma in Polen und in Tschechien. Da habe ich gesagt, die Polen und die Tschechen, die liefern uns das. Ich hatte da in dem ersten Gespräch auch den zuständigen Produktionsleiter für die Werke kennengelernt. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, ist es möglich, dass Sie mir
Bilder, wie es gut aussehen kann, aus ihren Werken schicken. Ne? Und das habe ich die genommen, weil das war in dem englischen Werk erstmal gar nicht zu kriegen. Es war die Idee, die dann durch eigene Bilder zu ersetzen, also positive Bilder von irgendeinem Ablauf oder von irgendeiner Konfiguration, wie man Ware stapelt oder sowas. Ne? Und das hat ganz gut geklappt. Polen und Tschechien, alte Alliierte aus dem Weltkrieg für die Engländer, waren eine ganz andere Botschaft, als wenn man da die Deutschen da hochgehalten hat mit ihrem Oberlehrertum und sowas. Dann habe ich angefangen in den Schichtbesprechungen, weil die so langweilig waren und die Leute auch so da rumhingen, ein Quiz zu machen mit Bildern auch. Und so, was sind positive Bilder und was sind negative Bilder? Also sich die anzuschauen, mal zwischendurch, ne? Die haben ja auch normalerweise auch Gespräche gemacht, auf dem Tisch die Bilder dann und sowas. Und zwar nach den drei Kriterien zu beurteilen. Ne? Da gab dann eine interessante Diskussion, die haben sich damit befasst, was ist denn hier günstig dafür, dass die Maschinenlaufzeit erhalten wird, dass sie nicht immer wieder anhält und sowas. Die haben überlegt, was ist Health and Safety-Thematik dabei oder wodurch kriegen wir weniger Customer Complaints, und waren interessante Diskussionen. Manchmal war es auch nicht so einfach zu entscheiden, war es jetzt positiv oder negativ. Also das hat sehr geholfen. Und die haben wir dann auch aufgehängt, die positiven Bilder. Ja, jetzt springe ich ein bisschen. Was habe ich noch gemacht? Systemische Organisationsanalyse, also Systemdynamik, genutzt. Da arbeite ich mit so einem System von 10 Dynamiken insgesamt. Habe aber hierbei nur die ersten, man kann den Strich nur ganz dünn sehen, da die ersten 6 genommen. Also ich schaue mir eine Organisation nach 10 Perspektiven, würde man sagen, da an. Wie ist die Aufmerksamkeit in der Organisation? Womit beschäftigen die Leute sich wirklich? Ja? Machen die das, was sie machen sollen? Oder macht jeder irgendwie, was er denkt? Oder beschäftigen sie sich montags nur mit dem Ergebnis der Fußballspiele? In Liverpool gibt es 2 Vereine, muss man wissen, die Roten und die Blauen, die Liverpooler und die Everton. Und das geht mitten durch die Stadt, ist so ein Park, den die beiden trennt quasi. Und meine beiden Werkleiter waren natürlich auch 50-50 verteilt auf beide Vereine und so. Und da konnte man natürlich auch sich viel mit beschäftigen. Also Attention, wo ist die Aufmerksamkeit der Leute? Aufmerksamkeit kostet Geld. Ne? Wenn ich mich einen halben Tag mit einem bestimmten Thema befasse, kostet das Geld. Und wenn das hier waren 120 Leute in der Fabrik, und wenn die das alle machen, so im Schnitt eine Stunde am Tag oder sowas, dann ist das 120 Mal der Stundenlohn eines Tages. Wobei die Stundenlöhne da schlechter waren als in Deutschland, das by the way. Dann das Rollenthema war ja hier sehr zentral, aus meiner Sicht. Was macht ein Werkleiter, was macht ein Schichtführer, was ist Aufgabe der Operator, was ist Aufgabe der Engineers, das festzulegen und mal zurechtzurütteln. Rita hat es ja gestern schon mal gesagt, man kriegt da ja nie 100% hin, aber so eine Kernprägnanz für die, was ist der Kern der Rolle und was gehört dann, zum Beispiel das Aufheben von irgendwas, gehört nicht zur Aufgabe des Werkleiters oder eine Palette gerade zu rücken, so schön. Und Modell, er hat ja immer gedacht, er ist ein wunderbares Modell für die anderen, wenn er das jetzt macht, sage ich, aber es gibt auch andere Lernformen als Modelllernen und das funktioniert dann nicht. Also diese Rollengeschichte war sehr zentral, vor allem auch die Schichtführer in eine Führungsrolle reinzubringen. Die kamen natürlich auch aus dieser Working Class Identity und da zunehmend dann auch da Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch nicht unriskant gewesen in der Firma von der Zentrale in Deutschland her. Sage ich nachher nur ein Beispiel dazu. Dann, wie sind die Beziehungen untereinander, ist eine wichtige Sache. Da gibt es ja Rollenbeziehungen, ne? Also wie stehen die zueinander? Ne? Da war hier ja eher wenig Abstand, ne, wenn man das gestellt hätte oder sowas. Ne, da hätten wir irgendwie erstmal so, ja, hätten die wahrscheinlich alle so eine Traube gebildet oder sowas, dann Unterschied. Man nicht so sehr gesehen, dann also da mal zu gucken, wie sind denn Beziehungen gut organisiert oder wann ist eine Führungskraft kein kollegialer Ratgeber, sondern einer, der Erwartungen formuliert und Anweisungen gibt. Was bedeutet das auch im Verhältnis, in der Veränderung, beim Schichtleiter beispielsweise, aber beim Werkleitern genauso. Dann, wie ist Kommunikation organisiert? Da hatte ich vom Formalen her, das kommt gleich auch in dem Fragebogen, den ich da eingesetzt habe, auch nochmal raus. Vom Formalen her haben die viel kommuniziert. Wir waren eigentlich sehr kommunikationsfreudig. Ne? Also nicht norddeutsch, sondern durchaus britische Menschen reden auch gerne miteinander. Also das war sehr, aber hat es eine Qualität? Das war ja nochmal eine spannende Frage dann.
In manchen Sitzungen fand ich es außerordentlich lösungsorientiert. Es gab aber auch bestimmte Themen, wo das nicht so war. Also die hätten wir hier also als Beispiel für kollegiale Beratung manchmal nehmen können. Es gab aber auch bestimmte Themen, wo das gar nicht ging. Problem Solving, also wie gehen Sie mit Problemen um? Kennt jemand die Bricolage-Theorie aus der Soziologie? So der Unterschied zwischen Ingenieursdenken und Handwerkerdenken. Also da geht es darum, dass ein Ingenieur sehr stark in so ein wie soll es sein, wenn es fertig ist, ja, wenn es gut ist, denkt und Handwerker in Anführungszeichen, was ist der nächste Schritt? So Piecemeal Engineering, also was mache ich denn als nächsten Schritt? Und das war auch schon interessant im Problemlöseverhalten. Ne, das hat dann zu vielen Problemen geführt, dass diese Maschine oder sowas da immer nur so halb repariert war, so improvisiert und sowas. Und da haben wir es oft in den Sitzungen dann noch drüber unterhalten. Also ich habe das dann versucht, ein bisschen durch Fragen zu triggern und sagen, wenn er das jetzt weiterdenkt, was wird denn da draus oder sowas? So, wenn dann so Sätze kamen, ja, wenn wir das jetzt so machen, haben wir mal ein paar Tage Ruhe. Und dachte ich, ein paar Tage Ruhe, ist das, was kommt nach der Ruhe? Also, dass die Problemlösemuster tatsächlich verändert wurden. Dann Success, also was ist der Erfolg? Das war ja ziemlich klar messbar. Also wie viele Meter produziert wurden am Tag, war klar messbar. Daran waren, das war ja ein Leistungslohn, die sind auch danach bezahlt worden. Also das war, in manchen Organisationen ist das ja anders, wenn man da die Leute fragt, was bei euch Erfolg? Ja, wenn wir nicht blöd auffallen oder sonst was, wenn sie ehrlich sind. Ja, aber hier war das ja klar messbar, obwohl... Man muss ja auch immer gucken, Erfolg ist ja nicht nur dieses Betriebswirtschaftliche, sondern ist ja auch eine Sache, wie kommst du gut miteinander klar oder freust du dich, da zur Arbeit zu gehen? Ja, simple Dinge, da war es sicherlich schwierig. Das habe ich dann eingesetzt, ich habe da so einen Fragebogen, der ist, wenn das jemand interessiert, in dem Workbook Coaching und Organisationsentwicklung auch drin. Da sind pro Dimension 7 Fragen und da kann man so in etwa einen Eindruck kriegen, was wie jemand eine bestimmte Sache einschätzt. Also schon ist eine systemische Perspektive, aber an der Stelle ist es eher ein Stück normativ, also dass man tatsächlich einen Wert entwickelt. Und das kann ich jetzt machen als Externer, als Berater natürlich, kann aber auch den Fragebogen, den können auch die Leute selber ausfüllen. Also den kann man ohne Vorkenntnisse selber nutzen. Und das habe ich dann auch mit den beiden zum Beispiel mal gemacht, mit den Werkleitern da. Und da kam dann raus beim Richard Total Scoring in dem Skizor, also in dem Instrument. Interessanterweise hatten sie beide 66%, also man kann 100% erreichen. 100% ist super Firma bezüglich dieser 10 Dimensionen. Also Kommunikation ist total effizient und gut und Beziehungen, Rollen sind geklärt. So was. Sie kamen beide auf 66% und beim Richard war die höchste Dimension, also der Erfolg, was ich eben auch gesagt habe, das war aber derjenige, der auch sehr stärker auf diese technische Seite geguckt hat, ne? Dieses Beziehungsthema nicht so im Auge hat. Das hat er bei uns zu 89% erfüllt, also ergab sich, wenn man den Fragebogen runtergerechnet hat. Relationship hat er wenig gehabt, die Beziehungen sind nicht klar und das war ja aber auch eine Diagnose, die ich auch teilte. Also zumindest auf der Rollenebene war da noch einiges an Entwicklung nötig. Dann beim Wayne war es ein bisschen anders. Der hatte zwar auch insgesamt 66%, aber der sagte, also er hatte die Kommunikation am höchsten berechnet, also das viel kommunizieren. Wahrscheinlich hat er so, ich habe dann auch nochmal gedacht, muss ich den Fragebogen an der Stelle nochmal präzisieren. Da ist er trennscharf genug. Aber normalerweise klappt das. Ich habe es neulich auch mit einer Kirchengemeinde gemacht, die mit dem Beratungsauftrag hatte, hat es auch ganz gut trennscharf geklappt. Also kann man in unterschiedlichen Branchen auch einsetzen. 89% bei ihm war auch das Wenigste waren die Rollen. Die Rollen hängen natürlich da mit den Beziehungen der Rollen sehr stark zusammen. Also da waren wir an einem Punkt. Das fand ich auch interessant, dass das so rausgekommen ist. Ich habe dieses Modell der Systemdynamiken auch immer in meinen Rückmelderunden genutzt, wenn ich mit dem Management zusammen war, weil das hat den Vorteil, du berichtest gar nicht persönlich. Die wollten natürlich da von mir wissen, wie es läuft oder wie es einschätze, dass ich dann gesagt habe, naja, also von wem in der Rollengeschichte, da müssen wir noch was tun. Ja, oder in der Geschichte von wegen jetzt Problemlöseverfahren oder sowas, habe ich gesagt, da sind die manchmal sehr effizient. Da gibt aber Themen, wo es nicht so ist. Also kann ich auf einer relativ allgemeinen Ebene, auch auf der Management-Ebene, eine Rückmeldung geben, ohne die zu personifizieren.
Ne, die haben mich natürlich dann in dem ersten Mal dann schon mal so gefragt, also 3 Stunden Meeting, so nach 2,5 Stunden, Herr Mohr, jetzt sagen Sie doch mal, was halten Sie denn von denen? Sind die denn geeignet oder sowas, die Werkleiter? Ne? Das war von Anfang an so eine unterschwellige Frage, die man ja dann oft so kriegt, wo ich dann gesagt habe, ja, also von meiner, ich kann nur das sagen, was ich vergleichen kann mit Managern und so von der Kompetenz her. Und mein Eindruck ist, die machen das gut, ne, im Vergleich zu anderen Menschen. Aber Sie müssen entscheiden hier, ob die Ihre Erwartungen erfüllen, das kann ich nicht sagen. Ne? Also da habe ich habe das immer noch den 6 Dynamiken dann aufgebaut, wenn ich diese Rückmelderunden dann mit denen gemacht habe. Und dann, um das auch so ein bisschen reinzukriegen, dass man eine Firma systemisch betrachten soll und nicht jetzt auf die Einzelnen gucken, sondern wie sind die Abläufe zusammenhängen, was ergibt sich eigentlich dann an Prinzipien darin. So, da waren wir schon. Letztes, was ich genutzt habe, waren dann auch mal so mit dem System dieser persönlichen Reifegrade zu arbeiten. Kennt jemand das? Arbeitet jemand damit? Ne, so aus, habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich da dass am Anfang auch mal so meine Bauchschmerzen hatte, so systemisch sozialisiert, und da kommt da jemand an und sagt, also irgendwie, es gibt schon auch so Persönlichkeitsentwicklungen von Menschen, die sich zu betrachten lohnt und die auch, ja, jetzt, wo nicht jeder gleich ist wie der andere. Und die Jane Löwinger hat das damals, also so eine Weiterentwicklung von Piagets Modell der Kindheitsphasenentwicklung, so ins Erwachsenenalter hinein weiterentwickelt. Und die haben das auch an vielen Ecken dann mal so nachgewiesen, also dass da verschiedene Stufen auch trennscharf sind, und sagen, also das setzt sich so, der Reifegrad einer erwachsenen Person setzt sich so aus 4 Wurzeln oder so, aus 4 Bereichen letztlich so zusammen. Also Thema Charakter, also was sind auch bestimmte Tönungen der Person? Ne, nehmen wir mal an, jetzt, also ist jemand in der Lage, auf andere zuzugehen oder ist er das nicht? Kognitive Fähigkeiten, du hast gestern mal gesagt, analytische Fähigkeiten, sowas, wie ist denn jemand da aufgestellt? Ne, kann jemand überhaupt komplexe Zusammenhänge bei sich innerlich abbilden? Auch Schnelligkeit des Denkens? Ja, wie kriegt er Emotionen und Gedanken oder sowas getrennt? Dann, was ist der Hauptbewusstseinsfokus, den jemand hat? Ne, guckt jemand eher darauf, wie machen es andere, und dann mache ich es am besten auch so? Oder hat jemand irgendwie eigene starke Werte oder sowas, ist da wichtig? Und dann auch noch so der interaktionelle Stil, also wie gehst du mit anderen Menschen um? Letztlich auch so ein Stück, ist da Wertschätzung oder... Wir haben heute Morgen so ein schönes Beispiel, oder hat man eine sehr narzisstische Person vor sich, die erst komme ich und dann erstmal ganz lang gar nichts und vielleicht, ach, da sind auch noch andere Leute. Ne? Also was habe ich da für eine Stil? Und der Thomas Binder aus Berlin, der hat auch so ein systemisches Institut, und der hat das dann mal auf deutsche Verhältnisse übersetzt und auch, ich glaube, eine Dissertation darüber geschrieben, und ich habe das auch für euch gleich, für die, wer da Lust hat, mal mitzuarbeiten, auf einem Arbeitsblatt noch mal ein bisschen ausgeführt, wie man diese Stufen so unterscheiden kann. Und die sagen also, es gibt auch unter den Managern noch eine ganze Reihe, die so auf so einer selbstorientierten Stufe, also impulsgesteuert, wenn ich irgendwas habe, dann muss ich das auch gleich kriegen und so. Und wenig, sagen wir mal, langfristig gesteuert sind. Also man würde fast sagen, die nennen das vorkonventionell, also dass das quasi noch eine Stufe ist, wo jemand, wenn man jetzt mal sagen, aus dem Kindheitsalter nicht so ganz rausgewachsen ist. Ja. Dann gibt es diese gemeinschaftsorientierte Stufe. Da bin ich daran orientiert, was machen denn andere um mich herum. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Thema habe oder so, da gucke ich mich um oder so. Also ich hätte vielleicht auch ein Jackett anziehen sollen. Ne? Da sind viele mit Jackett hier. Ne? Also, oh, ne? Ja, orientiere mich an anderen. Wie muss es sein? Ne? Ganz toll, ne, ganze Fußball lebt davon, ne, von der Fankultur oder so, was sich zusammenschließen, gemeinsam was machen oder so. Da sind viele Menschen auch auf der Ebene, ne, da ist deren Reifegrad, da fühlen sie sich wohl. Und also ich kann mir meine Umwelt, meinen Kontext ja auch so organisieren, dass es passt. Ne. Aber wenn es so Führungsaufgaben hat, da wird es oft ein bisschen schwieriger. Manchmal gibt es da keinen, an dem ich mich orientieren kann. Dann bin ich hier sehr verloren auf dieser Stufe.
Dann sagen die, gibt es so eine rationalistische Stufe, dann wird es kognitiver, der Punkt wird da stärker, also dass Leute sich tatsächlich logisch mit Dingen auseinandersetzen, auch so Ketten denken können oder so, ne, was, wenn ich das jetzt mache oder so, was folgt denn daraus und was habe ich für Kriterien und so weiter, dass es da jetzt aber auch nicht mehr so sehr auf andere gucken muss, um das zu kopieren, sondern anfangen, was selber zu entwickeln. Das wird dann in dieser Stufe E6 stark, da kommen noch Werte dazu, also dass Leute sich nicht nur mit dieser Logik, sondern dass Leute auch Werte haben, ne? Ja, oder sich darauf beziehen, sagen, also ich könnte diese Arbeit könnte ich gar nicht machen, weil ich habe da, mir ist klar, dass bestimmte Werte von mir gar nicht bedient oder abfragt, ne? Eigenbestimmte Stufe, ja, also gucke ich wieder so ein Stück mehr auf mich an der Stelle. Der Binder sagt also, auf der E3-Stufe, da haben wir vielleicht noch so 10% der Leute, der erwachsenen Menschen. In der Mitte von E4 bis E6 ist der Großteil, ne? Also E4 20%, E5 38% und E6 weiß ich jetzt nicht mehr, also das ist ein Großteil in diesen Stufen zwischen E4 und E6. Da kann man übrigens schöne Übungen machen mit dem Modell, indem man eine Führungsaufgabe definiert und dann dreimal eine Führungskraft beschreibt, wie die darauf reagiert. Das ist eine schöne Übung. Dreimal Herr Müller heißt die, wo man dann rauskriegen kann, auf welcher Ebene eigentlich jemand jetzt funktioniert dann von dem Standpunkt her. Also die meisten Menschen sagen, die sind E4 bis E6. E7 ist auch so ein bisschen schwieriger dann, weil dann fängst du an, so deine eigenen Werte und Dinge, die du machst, in Frage zu stellen. Ne? Das ist so der Eingang in die systemische Stufe quasi. Ne? Vorkonventionell, die mittlere ist so konventionell, jetzt kommt so postkonventionell, nennen die das. Also, dass man merkt, irgendwie man hat vielleicht Werte oder so, und aber irgendwie gibt es auch Situationen, wo die gar nicht passen. Oder ich habe Denkmuster oder so, die nicht passen, oder ich habe fange an, alte Relikte bei mir aus meiner Vergangenheit zu entdecken, die noch aufzuarbeiten sind und so weiter und so fort. Also da bin ich zwar in der Lage, so ein Stück Abstand auch zu mir selber zu nehmen, aber ich krieg's nicht integriert. Ich verzweifle fast auch daran, dass es so Ambivalenzen, Ambiguitäten gibt, ne, die irgendwelche Sachen, die nebeneinander stehen, was irgendwie zusammenzuführen ist. Und ich möchte es aber gerne noch irgendwie entscheiden, geht aber nicht. Und dann die nächste Stufe ist die systemische Stufe, wo ich für mich so ein Stück auch so eine Integrationsfähigkeit entwickelt habe. Also wenn dann Widerspruch für irgendwas ist, dass ich das relativ gelassen, ohne eins rauszubrechen und das andere zu behalten, auch zusammenbringen kann. Ne, ich kann das jetzt nur so allgemein beschreiben, also kennt ihr wahrscheinlich, also dann, dass man dann aber ein anderes, man ist gelassener an der Stelle dann, auch wenn irgendwas nicht so direkt zusammenpasst und so, sondern, oh ja, kenne mich so weit, dass ich da eine Lösung finde, es muss jetzt nicht sofort sein oder so, ich bringe es so zusammen. Also vom Gesamtmodell finde ich das spannend, also wir haben ja oft so ein vertikales Lernen da, dass wir Leuten irgendwas beibringen oder unsere Vorstellung ist vielleicht die, nee, horizontal, Entschuldigung, war jetzt genau falsch, horizontales Lernen. Und was man hier macht, ist quasi so ein Stück vertikales Lernen anzustreben bei den Leuten, also dass die tatsächlich lernen, in ihrer Stufe weiterzukommen. Ich glaube, Matthias von Wager hat auch mal gesagt, es gibt eigentlich nichts Schwierigeres, als systemisch zu denken. Mal genau dahinter guckt, was es braucht. Das hatte ich auch mal im Kopf, dass es wesentlich ist hier, wenn ich tatsächlich auf diese systemische Stufe kommen will, also dass ich das mit dem Konstruktivismus, was ich vorhin mal lapidar so angedeutet habe, also in mein Leben so reinnehme und mich verabschiede von irgendwelchen diesen ganzen Pfeilern, die mich tragen, ne, und was ich in Firmen in bestimmten Situationen ja machen muss. Neue Situationen, kennen das alle so, Change Management, Veränderungssachen und so, da ist das sehr, sehr hilfreich, und da Leute hinzuentwickeln. Das ist eher, wir haben darüber gesprochen, ist eher ein Selbststeuerungsmodell für meine Arbeit, weniger was ich pädagogisch vermittle. So. E1, E2, Kinderstufen, ja. Also, kannst du, die sind jetzt nicht auf dem Platz, sind sie auch nicht mehr drauf, aber
Ja. Deshalb hat man die hier nicht, also die wollten wahrscheinlich so ein konsistentes Modell da, was das gesamte Leben dann da aufbaut. Der Binder macht auch noch zwei weitere Stufen, die aber für meine Begriffe dann auch ein bisschen für, sagen wir mal, die praktische Arbeit mit Managern nicht interessant sind. Aber da wird auch so deutlich, dass wir oft manchmal, es gibt Situationen, wo wir in Firmen oder was gefordert werden, wenn ich mit meiner eigenen Entwicklung weiter bin als der Kontext, dann passe ich auch zum Beispiel auch nicht mehr rein. Es kann so Kontexte geben in Firmen, die sehr E4 oder E5 orientiert sind. Wenn ich dann da reinkomme und bin selber in meiner persönlichen Entwicklung, wenn man das Modell mal unterstellt, eigentlich auf E7, dann halte ich es da drin gar nicht mehr aus. Ne, an Konformitätsdruck oder sowas, ne, oder an rationalistischer Argumentation. Also ich kann mich selber, da kann man ganz gut sehen, wie Menschen und Organisationen sich unterschiedlich auch entwickelt oder positioniert haben können. Aber da hätte ich jetzt eine kurze Frage. Ist das tatsächlich so? Weil Wohlberg, der sich ja auch ganz viel mit BRD auseinandergesetzt hat, der hat ja gesagt, es geht darum, dass ich zwar alle Stufen gehen kann und bauen kann, aber mich darauf zu bewegen, ist mir als Mensch, der 7 beispielsweise erreicht hat, dann kein Problem, dann auch 4 zu gehen oder 5. Samstagsmittags, ich meine heute beim Fußballspiel heute Mittag, gehen wir wieder in 4. Ne? Ja. Oder in 2. Na, ich bin mir nicht so sicher, dass diese Aussage, jemand, der auf E7 ist, kann nicht in einem System wirken, wo eine Kultur von E5. Na, ich habe jetzt gesagt, so wirken schon. Ne? Also wenn du als Berater oder sowas, aber dass du da angestellt bist und da 15 Jahre drin arbeitest, das glaube ich nicht mehr. Das ist ja manchmal so, wir bilden Leute aus, hier 60 Coaching-Ausbildungen im halben Jahr und das sind Leute aus Firmen, wir bilden die aus und ein Teil der Coaching-Ausbildung ist schon auch diese Ebenen zu fördern. Wir aber bilden die weiter aus, sie kommen zurück in ihre Firma und dann stellt sich eine interessante Frage, kommen die, haben wir die da rausentwickelt oder was? Gar nicht so sehr von, ja, aber so von der Haltung her dann. Also insofern so die Idee, dass eine höhere Stufe auch eine untere Stufe dann integriert oder dass man dazu in der Lage ist und die auch kennt und da Bezug, das ist der Fall. Aber es wird schwer, sich ständig in so einem Kontext dann aufzuhalten. Da, das ist die Aussage. Ich ja. Wollte nur noch ergänzen, weil es damit ziemlich viel Resonanz erzeugt. In der Stufe ist man dann vielleicht auch reif genug dafür, die Organisation zu verlassen. Also um es nochmal konstruktiv zu drehen. Das kann auch ein unheimlich wichtiger Zustand sein. Ja. Ja, sonst traust du dich nicht. Sagst du, ich gehe total unter. Ne? Wenn ich nämlich mit der Fünferstufe bin, noch rationalistisch, wenn ich jetzt da gehe, ich habe so und so viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt oder sowas und die Pensionskasse habe ich noch nicht genügend Jahre, dann fallen mir da 40.000 Euro weg und wenn ich noch 2 Jahre das jetzt hier aushalte, dann habe ich 50.000. Also, ne? Da bist du in einer anderen Kette drin oder wenn du sagst, ich kann mir das meinen Kollegen nicht antun oder sowas. Ne? Also da, also man kann das gut finden oder auch nicht. Ich hatte am Anfang meine Schwierigkeiten damit, weil ich auch da irgendwie auch sehr eher kontextbezogen denke und in Rollen denke. Aber das hier ist ja im Grunde ein Persönlichkeitsmodell, aber es gibt was her dafür, wenn man Leuten begegnet, als ein Selbststeuerungsmodell für mich, was ist denn eigentlich dem anderen hier sehr wichtig noch? Ist der stark an seine Werte zum Beispiel geknüpft? Das können ja manchmal ganz progressive Werte sein, Menschlichkeit und Wertschätzung. Man kennt aber so Leute, wenn die so absolute Gerechtigkeitsfanatiker, wie man denkt, das ist auch wieder dann ein einschränkendes Thema. Ne? Also wertegesteuert zu sein, ist nicht an sich eine gute Sache. Ne? Das kann auch sehr rigide gefahren werden dann. Also, dass ich dann für mich so einen Steuerungsmoment habe, also wo ist vielleicht eine Entwicklung zu tun oder was, wo könnte denn jetzt jemand sein? Die sagen so ein bisschen, das ist ja oft bei so Stufenmodellen oder sowas, dass man eine Stufe nicht überspringen kann. Ne, die 7er zu überspringen ist vielleicht, das habt ihr ja nicht sehr positiv so dargestellt, glaube ich, wäre vielleicht für manchen erforderlich, aber ich glaube, dass es diesen Durchgang braucht, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, das dazu, da habe ich auch das für euch nochmal zusammengestellt, wer da Lust hat, sich mit zu beschäftigen, gleich in der Kleingruppe. So, was ist passiert jetzt bis zum Shadow Coaching 2? Ich hatte
ne, Ingenieure oder sowas sind ja auch nicht so Kommunikationswunder, die berichten nicht jeden zweiten Tag, wie es gelaufen ist. Und dann habe ich vor der zweiten Session davor, ich hatte inzwischen durch mal ein paar Aufgaben noch zugeschickt, die haben wir auch brav dann erfüllt, habe ich den deutschen Managern dann angerufen, also hat sich schon irgendwas ergeben und so, ne? Wir haben mal vorsichtig gefragt und dann haben sie gesagt, ja, es hat sich was ergeben und zwar die Produktionszahlen sind durch die Decke gegangen. Das heißt, die Maschine ist weitergelaufen. Also die haben viel weniger Maintenance gehabt. Ne? Und das gab dann eine ganz tolle Geschichte, dass ich mit meinem nicht technischen Verstand als Intellektueller die Maschine geheilt habe. Also war nicht schlecht. Ich habe das dann gar nicht versucht zu entrüben, da diese Sache, sondern habe das dann beibehalten. Was hat tatsächlich geholfen? Da kann man ja auch immer nur Vermutungen haben. Also ich glaube, dass die Qualität der Reparaturen besser geworden ist. Ja, dass sie tatsächlich auch durch dieses, da von diesem, was ich mit dem Bricolage gesagt habe, also wirklich weiterzudenken und dass die an den Stellen da tatsächlich auch sich wirklich damit befasst haben, mit diesen Themen wie, was ist denn eine Reparatur und sowas. Das ist auch so eine Sache des systemischen Denkens, mal über dieses Verhalten da nachzudenken, wenn da gerade was passiert, weil die haben da nur eins im Kopf, wie geht das Ding ja möglichst schnell wieder weiter, dann auch ein bisschen mit mehr Sinn und Verstand daran zu gehen. Die Rollen waren auf jeden Fall klarer geworden da. Die Schichtführer haben mehr übernommen, zwar so wie sie zähneknirschend oder so, was wird man dafür überhaupt bezahlt oder so, hier für Führung. Die Werkleiter waren klarer in ihren Erwartungen. Und die Aufmerksamkeitsfokussierung aufs Wesentliche ist, glaube ich, auch verbessert worden. Also, dass man nicht da irgendwie mit Housekeeping oder Ordnung halten oder Deutsch werden müssen rumgeht, sondern dass es darum geht, also wie halten wir unsere Maschine am Laufen und kriegen dadurch auch einen guten Lohn, weil das Leistungslohn war. Wie schaffen wir, dass es wenig Kundenreklamationen gibt, weil das war auch lohnbezogen dann. Und mit Sicherheit hatten wir auch Glück. Zwei ganz schwierige Mitarbeitersituationen waren verbessert. Einer, der hatte eine schwerkranke und alkoholkranke Mutter und die ist gestorben in der Zwischenzeit. Ne? Und ich habe gedacht, wie sieht der Typ danach aus? Vorher fettige Haare und alles kaputt und der war richtig aufgelebt. Ne? Ich habe ihn dann kontrolliert und habe gesagt, wie geht es Ihnen denn so? Ja, meine Mutter ist gestorben und sowas. Ne? Und ich hab dann den Richard gefragt, wie arbeitet der denn jetzt? Der war vorher immer ausgefallen und sowas. Sagt er, der ist immer da, der ist gut dabei. Ne? Also ne, einer von den wichtigsten Ingenieuren da. Und da kannst du auch einfach mal Glück haben da. Und der hatte dann auch Einfluss darauf, dass es insgesamt dann besser lief. Ne? Tragischer Fall bei ihm vielleicht, aber er war erleichtert. Dadurch solche Sachen spielen im Coaching auch eine Rolle, wenn man die Gesamtorganisation so sieht. Ich habe jetzt nicht mehr viel zum zweiten Mal. Natürlich geht man als Coach dann da dran, wenn man eigentlich nicht so weiß, woran es liegt, was sich verbessert hat, zu fragen, rauszukriegen. Ne? Appreciative Inquiry, was hat uns denn dazu gebracht, dass es jetzt besser geworden ist? Woran liegt der Fortschritt? Da kam aber nicht so richtig was zusammen, muss ich sagen. Dann am zweiten Tag gab es wieder einen Zwischenfall. Schwerer Buchungsfehler entdeckt, und zwar, wenn man diese Rollen, Papierrollen, die da eingespannt werden, wenn man da sind so Markierungen drauf, so Codes, und wenn man die nicht richtig scannt und dann nicht rein, dann ist zu wenig Material kalkuliert. Und die haben ganz tagesaktuelle Preise immer gehabt, und das führte dann dazu, wenn zu wenig Material in die Kalkulation eingeht, dass du eigentlich an die Kunden unter Kosten deine Ware verkaufen. Das ist in Deutschland dann aufgefallen, und dann wurde rekonstruiert, wer denn jetzt verantwortlich war, dass das nicht ausgebucht war, weil wir natürlich wieder Wochenende gewesen, am Schluss der Schicht werden die Sachen ausgebucht und so, und da war ein Schichtleiter für verantwortlich. Die deutsche Kultur hat gleich gesagt, Abmahnung, ne, der muss abgemahnt werden. Die Engländer haben gesagt, Gespräch. Ich so als Coach habe gedacht, wir müssen doch mal gucken, woran hat es eigentlich gelegen. Und also da kam man, aber das Ergebnis war Analyse, Gespräch und Abmahnung. Also da war man auch so hierarchiemäßig einfach eingebunden. Die haben die Deutschen gesagt, wir wollen, dass der deutsche Produktionsverein wollen, dass das so in unserer Weise deutlich gemacht wird, dass der abgemahnt wird. Ich habe dann zu ihm gesagt, deine beiden Werkleiter, die haben sich für dich eingesetzt und so was, aber
es gibt die Abmahnung, hat er gesagt, I have broad shoulders, ne, ich habe breite Schultern. Und es war Gott sei Dank ein guter, es war wirklich ein guter. Das ist irgendwie passiert aus irgendwelchen Gründen, dass diese Dinger da nicht in der EDV angekommen sind. Okay, das haben wir dann wieder, aber ich habe dann auch gedacht, man, the show must go on, es geht so weiter. Dritter Tag war dann ein Stück Erholung, so Rückfallprophylaxe, was muss man machen, damit es irgendwie eigentlich einen positiven Trend erhält, und das lief auch ganz gut. Ich habe jetzt hier im Vorfeld, das war jetzt Ende letzten Jahres, im Dezember war ich letztes Mal da, habe ich jetzt nochmal vorher mit denen da, hatte denen immer noch so Aufgaben gegeben, und einer von denen schreibt auch so eine Bachelorarbeit, glaube ich, im Fernstudium, hat ein bisschen unterstützt, und ich habe jetzt nochmal so nachgefragt, wie läuft es denn überhaupt so? Ja, es ist irgendwie ein bisschen besser geworden insgesamt, aber man kann jetzt auch nicht, also Glück hört sich anders an in Rückmeldungen da, aber es ist halt auch eine enge Geschichte, wenn du in so Produktionsunternehmen arbeitest, und das ist schon ein echter Stress. Sie haben natürlich dann, weil sie so gute Produktionszahlen gehabt haben im letzten Jahr, die dann dieses Jahr natürlich wieder ordentlich hochgesetzt bekommen. So wie dankt eine Organisation einen Erfolg, ne, kriegst du gleich noch so 5% dann drauf, und das macht ihnen jetzt dieses Jahr wieder zu schaffen. Aber ihr kennt das ja auch aus anderen Firmen, da kriegen die Leute immer so eine Panik, schaffen wir es denn bis zum Ende des Jahres, die Produktionszahlen hinzukriegen. Ja, das ist der Stand der Dinge. Ich habe euch hinten dann noch Literatur so angehängt, was man dazu sich angucken kann, wenn man da weiter bei den Tools da weiterlesen will. So, jetzt wäre mein Vorschlag, ein bisschen in Bewegung zu kommen. Also ich habe im Grunde drei Angebote für euch. Und zwar ist das erste Angebot, sich mit diesem Thema der Hypothesen zu befassen. Hypothesenbildung. Und da habe ich nochmal das ein bisschen ausführlicher, als ich es da getan habe, diese förderlichen und Gewohnheitshypothesen oder sowas, die damals erarbeitet worden sind, so ein bisschen mit meiner eigenen Aufbereitung da zusammengefasst. Also da mal zu gucken, was habe ich im Moment Coaching-Klienten, könnt ihr ja ruhig auch mal bei euren eigenen gucken, wo eine bestimmte Hypothesenbildung eher so Gewohnheit ist, und was wäre eine sinnvolle andere Hypothesenbildung, die ich vielleicht vornehmen kann. Wenn man die Liste so vor sich sieht, ist das ganz spannend, was es alles an Hypothesenmöglichkeiten auch gibt. Die zweite Geschichte ist das mit den Systemdynamiken. Da habe ich ein Arbeitsblatt, wo es darum geht, also mal zu gucken, da könnt ihr schauen, also das mit dem Attention, Roles und so weiter, also diese sechs Systemdynamiken, die da auf dem Blatt dann aufgemalt waren, mal zu schauen, also habe ich eine Organisation, wo das mir vielleicht helfen könnte, mit der ich arbeite, vielleicht vom Praktischen her, wenn man sich schon auf die erste Dimension der Aufmerksamkeit konzentriert, da kriegt man oft schon eine Menge raus, ne? Also wenn ich meine Organisation mal so betrachte, wo ist eigentlich die Hauptaufmerksamkeit der Leute und wo sollte sie sein? Und ihr dritte Angebot sind diese psychologischen Reifegrade. Psychologische Reifegrade. Wo ich auch das nochmal ein bisschen ausgeführt habe, also dann so eine Beschreibung dann, was diese einzelnen E3 bis E8 da auch kennzeichnet. Und vielleicht habt ihr Lust, dann auch mal zu gucken, der ein oder andere dann in der kleinen Gruppe, habe ich Coaching-Klienten, wo würde ich die denn, wenn ich das mal nehme, würde ich die denn einordnen? Was brauchen die eigentlich für eine Entwicklung? Ne? Brauchen die eine Unterstützung, sagen wir mal, von E5 nach E6 oder sowas? Was brauche ich da? Und eine interessante Frage ist auch, was man vielleicht auch machen kann. So ein bisschen verständlich, was ich vorschlage. Wir haben ja das Aufstellungsprinzip gestern schon mal kennengelernt. Vielleicht machen wir es so, dass ich die Sachen in drei Ecken des Raumes verteile und dann sortiert ihr euch zu. Ich würde aber trotzdem empfehlen, nicht so große Gruppen zu machen. So in einer Vierer- oder Fünfergruppe, da kann man ganz gut auch mal so einen eigenen Fall so schildern. In einer Zehner- oder Zwölfer ist es ein bisschen schwierig. Ja, können wir es so machen. Halbe Stunde zur Verfügung. Danach kommen wir nochmal zusammen, so wie die Erfahrungen waren. Ja, also das Grundmodell hat sich sehr gut geeignet, mal strukturierter drauf zu schauen, weil diese Elemente brauchen ja in fast allen Beratungsaufträgen auch, ja. Um das ein bisschen zu ordnen und so durchzugehen. Also ich glaube, die Fragen sehr hilfreich, von ist zu wünschenswert, ne? Also woran könnte man das lernen? Ich kann das sehr gut. Ich habe den konkreten Fall
Wir haben das ja auch mit, ich erinnere mich an eines, wo wir es gemacht haben, mit 6 Vorständen eines Unternehmens, 3 Paare gewählt, also 3 Zweiergruppen, haben die für ihr Unternehmen diese Fragen beantworten lassen. Es war total interessant, was da über die eigene Firma von denen dann präsentiert wird. Ja, allein schon, dass sie sich darauf eingelassen haben. Haben sie? Aber es gab wirklich unterschiedliche Firmen auch, in denen die als Vorstände seit Jahren dann arbeiten. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und angeregt, und was wir sehr hilfreich fanden, bereits die Dimensionen jetzt mit diesen Hauptfragen waren sehr inspirierend und kam dann dazu, im Grunde kann jede Organisation dann ihre eigenen Fragen entwickeln oder man selbst kann oder man geht in dein Buch. Das könnte auch sehr inspirierend sein. Was ich noch schön fand, in unserer Gruppe gab es eine Teilnehmerin, ich weiß jetzt noch nicht den Namen, die auch gesagt hat, sehr spannend wäre, die Ebenen in ihren Antworten zu vergleichen. Also zum Beispiel, was denken wir, womit der Vorstand sich befasst, und was denkt der Vorstand, womit wir uns befassen, und eben da auch daraus dann Erkenntnisse zu ziehen. Also sehr inspirierend. Dankeschön. Wer die Hypothesengruppe, glaube ich, wäre auch mal interessant. Wer war da drin? Das war beispielsweise, also unsere Gruppe hatte so die erste Erkenntnis, dass auch wir nicht vom Attributionsfehler verschont sind, dass auch wir natürlich in unserem Alltag so denken, dass wir Hypothesen bilden oder Heuristiken bilden, die eher hemmend sein können, und von daher fanden wir es sehr, sehr hilfreich, die förderlichen Hypothesenbildungen, die du da skizziert hast, anzuschauen und so auch zu prüfen, was heißt es denn für uns in unserem Coaching-Alltag, mit welchen Instrumenten oder mit welchen Modellen können wir die dann auch unterstützen. Ne? Also was weiß ich, beispielsweise bei dem Thema Interpersonalität oder alle wirken mit, ne? Also immer wieder zu schauen, wie kriege ich Perspektivenwechsel da rein, um mich selber in meinen Hypothesen zu erweitern. Okay. Fehlt uns, glaube ich, noch die Reifegrad-Leute. Wer war denn in der Gruppe, die sich mit dem Thema befasst hat? Reifegrad. Ja, wir haben uns mit den Reifegraden beschäftigt. Und es war erstmal nochmal so die Herangehensweise, dass wir uns diese Phasen nochmal angeguckt haben und sagen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und wie stellen wir das denn fest? Und haben uns dann entschieden, einen Praxisfall mal zu nehmen, einen Geschäftsführer in dem Fall, den zu beschreiben. Und die Kollegen haben gefragt, wie ist der denn jetzt? Um dann den erstmal einzuteilen, in welcher Phase, und was könnte da auch hilfreich sein, in die nächste Phase zu bekommen. Gleichzeitig haben wir uns gefragt, Reifegrad auf der Personenebene, aber auch Reifegrad der Organisation. Welche Typen produziert oder welches Reifegrad ist da auch im Grunde da förderlich oder produziert das System auch? Weil du ja auch gesagt hast, inwieweit ist der da auf einer anderen Ebene, wenn er weiß, jetzt will ich das Unternehmen verlassen, weil ich hier nicht mehr zu passe. War auch nochmal sehr inspiriert und auch nochmal so erweiternd, um auf neue Interventionen zu kommen. Ich habe mal so eine Zertifizierung da bezüglich der Reife gerade gemacht, die bietet der Thomas Binder auch an. Also wenn man da ins Einzelne geht, da so einen einzelnen Fall anguckt, das ist auch manchmal tricky, ne? Dann hat doch jemand irgendwie Anteile von mehreren dieser oder ist so auf dem Weg irgendwie, und dann wenn du dann je nach Rollenwelt guckst, dann ist das auch anders daheim als in der Firma oder umgekehrt, und ist klar, aber trotzdem so eine Idee der Orientierung, vor allem wenn man es mit Rollenanforderungen auch so ein Stück abgleicht, ne? Was verlangt denn eigentlich eine Rolle? Und auf der anderen Seite, was bringt eine Person damit, ist es ganz, ganz spannend. Und andererseits auch so für einen selbst dann, man kriegt dann auch selber so Rückmeldungen nochmal, da gibt's ein interessantes Instrument, wie man da erfasst wird, das ist eher so für die so psychologisch ein bisschen gebildet sind, dann irgendwie eher so ein projektives Verfahren, ne? Ist jetzt also nicht irgendwie ein Fragebogen, wo du irgendwas ankreuzt, sondern kriegst du offene Fragen und die beantwortest du, und dann wird dann quasi eine Inhaltsanalyse davon gemacht, wie du mit bestimmten Themenstellungen umgehst, und danach kriegst du dann so ein Gutachten. Das ist auch recht spannend da, wo man dann selber so landet bei der Geschichte. Wie heißt dieses Tool? Das heißt IE,
Persönlichkeitsprofil, IE-Profil. Also IE-Profil. Ich-Entwicklung soll das, glaube ich, heißen. Wobei ich dann auch wieder gedacht habe, so viele Ich-Begriffe da, also ob das so ein kluger Begriff, da ist ja egal, aber darunter ist es vermarktet. Gibt auch ein paar Aufsätze so darüber, die man wahrscheinlich auch im Google dann findet vom Thomas Binder, der hat das auch in verschiedenen Zeitschriften da schon mal so zum Besten getragen. Und auch diese Prozentzahlen, die ich genannt habe, so, das ist auch immer interessant, das nochmal zu gucken. Ja, dann vielen Dank. Achso, und da ist noch eine Frage. Ah. Ich war jetzt gar nicht in der Gruppe mit diesen Entwicklungsstufen, aber wenn wir so drüber sprechen, fällt mir nochmal auf, die Idee, die Organisation zu verlassen, finde ich, ist nicht zwangsweise sofort ein Gradmesser von höherer Reife, sondern ich finde irgendwie gerade dort, wie könnte ich diese Entwicklung vorantreiben, was könnte dieser Arbeitsplatz mir noch beibringen? So, das ist mir jetzt so beim Zuhören nochmal gekommen, da habe ich bisher, glaube ich, nicht so drauf geguckt mit Klienten, das finde ich aber nochmal einen guten Punkt. Ja, jeder ist Kulturagent, also ich kann auch als E7er in eine E5er-Organisation gehen, mit der Fahne, die weiter zu transportieren, klar, ja. Ja, nee, es ist ein wichtiger Punkt, ne? Also das, was du sagst, es gibt gar keine Schablonenlösungen oder sowas, ne? Also guck mal, wo ist die Organisation, wo bin ich, also, ne? Also das ist klar. Gut, wenn weiter nichts ist, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und... Das gemacht.